Viele sind ja der Meinung, dass Archäologen nur mit Scherben und Knochen zu tun haben. Wir vom Limes-Museum setzen dem gerne mal was entgegen, indem wir euch unseren Datensatz aus römischen Artefakten von vor knapp 1800 Jahren präsentieren. Wer hat zum Beispiel schon einmal einen Maskenhelm gesehen oder wusste, dass die Römer bereits damals mit Skalpellen operiert haben oder dass sie Diplome ausgestellt haben? Zur Veranschaulichung der Objekte haben wir im Museum eine Gruppe aus 7 fiktiven Protagonistinnen, die alle in oder um das Reiterkastell Aalen gelebt haben und denen jeweils eine Sammlung von Fundstücken zugeordnet ist. Wir freuen uns, wenn etwas in der Zuordnung mit den Protagonisten entsteht, sind aber auch offen für jede andere Form der Interpretation. Wir haben 3D-Scans, hochauflösende Präsentationsfotografien, genormte Fundfotografien und Hörspiele. Wir stehen für jede Art von Rückfragen bereit und erzählen gerne auch noch tiefergehendes zu den jeweiligen Protagonisten und Objekten. Bis es soweit ist, wünschen wir viel Spaß beim Stöbern in den Daten und beim Entdecken unserer Schätze.